Jo Leute, was geht? Krass Kraus ist mal parat und heute wollte ich euch einfach mal meinen aktuellen Stand zeigen, weil ich letztes Mal auch gesagt habe, ich habe einiges im Vollback aktuell da, das stimmt auch. Und weil ich nicht wusste, ob das vielleicht ein bisschen unnötiges Video ist, habe ich auf Instagram nachgefragt, aber eindeutig wollte ich es sehen. Also ja, beginnen wir im oberen Regal. Da haben wir einmal drei Dumbums. Ich keine Ahnung, zünde ich an Silvester wahrscheinlich an, weil die einfach scheiße sind. Dann habe ich hier eine Packung Magnum, die ist auch so gefühlt halb leer. Dann haben wir dreimal kubische Kanonschläge, halt sehr kacke Qualität. Dann haben wir einmal von Komet China Bladé einen Schinken, der noch zu einigen ziemlich viel gefüllt ist. Dann haben wir insgesamt mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich glaube 4, nee, 23 Packungen da, weil ich habe jetzt zwei verlost. Ja. Dann haben wir hier so eine kleine, das ich mal gemacht habe, letztes Jahr irgendwann mal, fokussieren mal, bunte Mischung genannt, ich hatte einfach Bock, das zu machen mal, habe ich auch, das ist ein relativ altes Video vom Pyromanager, wo er es auch gemacht hat, oder das macht er glaube ich sowieso jedes Jahr, weiß ich gerade nicht, ja, auf jeden Fall beginnen wir jetzt einmal hier mit der großen Sache, wie gesagt, hier einmal, habe ich schon erzählt, Dumbum, 49 Schuss, 25 mm, relativ nice. Dann haben wir hier ein paar sehr alte, was heißt alt, 2-3 Jahre, ich glaube von 2020, rote Corsarböller, nicht von 2021, genau, rote Corsarböller habe ich jetzt noch 5 Stück da. Dann haben wir hier meine Restekiste, da ist halt aktuell hier ein bisschen Schrott, das kann man nicht so wie es ist verbrennen, theoretisch. Und hier unten halt habe ich eine angefangene Packung FP3, dann Doppel-Flash, normale Flashbangs, paar andere Knaller, eine Viererpackung C4, dann haben wir hier Hammer Mini, Hammer H2 Pro, 5 Raketen, auf dem Boden noch mehr Zeug, also hier ist auf jeden Fall einiges drin. Ist halt meine Restekiste mäßig. Und hier haben wir jetzt, hier ist eigentlich das meiste Zeug drin in diesem Regal. Ich denke, ich werde dieses Regal halt auflösen bald, weil ich kann eigentlich das Feuerwerk nicht über den Sommer hier stehen lassen, weil es ja relativ warm wird. Ich weiß nicht, letztes Jahr hat es auch super funktioniert, aber ich habe irgendwie schlechtes Gefühl dabei, wenn es hier bei 40 Grad gefühlt steht. So, haben wir hier erstmal zwei Fontänen, ich glaube aus dem Fire Fantasy irgendwo anders noch raus. Dann haben wir hier zwei Blitzrumsbatterien. Dann haben wir hier in der Mitte unten, haben wir hier noch eine Poison, könnt ihr sehen, hier. Dann haben wir hier noch eine andere Salute-Batterie von Legalpyro damals geholt. Die ist richtig geil. Dann haben wir 5 Packungen FP3 New Edition. Dann haben wir aber die Senior-Batterie. Einmal dann Fire Show Betze und dann noch Discovery. Ja, kenne ich aus. Dann haben wir hier ein paar Rauchbomben sogar. Die werden jetzt bald auch weggeballert, halt für Feuerwerk-Videos. Dann haben wir hier eine lilane, eine blaue, eine grüne Rauchbombe. Dann haben wir noch so eine große Rauchbombe, Blue Smoke Bomb. Die geht 90 Gramm. Ist halt aus Metall auch gemacht. Also halt eine normale Dose einfach. Wow. Dann haben wir hier einmal Strobes noch. Ganz normal 90 Sekunden Strobes. Und hier noch welche mit 60 Sekunden. Die sind genau, ich dachte, das sind rote, aber die sind wirklich genau gleich, nur dass die halt 60 Sekunden nur gehen und die halt 90 Sekunden gehen. Dann haben wir hier einmal Whistling Scream Tubes. 4 Euro hat da eine gekostet. Relativ teuer. Dann haben wir einmal hier die Skullböller. 20 Stück sind in einer Packung drin, auch F3. Davon 3 Schachteln. Dann haben wir hier Megatress-Böller. Auch 2 Packungen. Dann haben wir hier eine oder 2 Ketten. Von diesen Firecracker-Dingern. Firecracky oder. Dann haben wir hier Piratenpaar. 4 Packungen Pirate. Dann 3 Packungen Bomb bauen, aber kenne ich aus diesen. Ich glaube, da fehlen insgesamt 2 oder 3 Stück aus den Packungen. Dann haben wir hier ein ziemlich hohes Ding mit schlechten Böllern. Nicht alles sind schlecht. Ja, auf jeden Fall haben wir hier erstmal Bulldog. Auch ein F3 hat 1,5 Gramm. Dann haben wir einmal C4. Sau gute Böller eigentlich für den Preis von 5,50 für Ultras Factory. Wenn ihr dort einkauft mit meinem Code Cross 5, danke.
Ja, dann haben wir hier einmal Dumbum 2G Plus. Dann haben wir einmal Mini-Dumbum schon getestet. Die sind wirklich so laut wie im China-Böller. Relativ schlecht. Dann haben wir PP3, auch kompletter, sorry, Rotzböller. Dann haben wir Angry Bulldog. Die sind eigentlich relativ cool, die sind auch steinhart. Wir normal packen C4, das vorne diese eine Packung bei den Resten gewesen. Ich habe noch gar keine von denen angesehen, von den Packungen. Dann haben wir zwei Packungen Puma 2. Dann haben wir hier einmal Dumbum Red. Dann haben wir hier Petarda P750 mit 0,3 Gramm. Ja, das ist ziemlich schlecht. Und dann hier noch Subbehammer. Diese Dumbums, auch in F3. Ich habe wirklich, das sollte F1 sein. Ich glaube, 0,2 Gramm hat da einer. Wow. Und hier unten noch eine angefangene Packung Mamba 2. Dann haben wir hier Explosive 2, Explosive 1. Ich glaube, Explosive 3 müssen ja auch irgendwo liegen. Explosive 5 hatte ich bisher noch gar nicht. Und 4. Dann haben wir hier zwei Packungen C4 Minis. Dann haben wir hier Petarda P500. Eine angefangene und zwei volle Packungen FP3. Was sage ich für FP3? Blitzrums Mini. Dann haben wir hier noch eine Packung FP3s und. Ja, es sind die originalen FP3s. Das war hier ein bisschen aufregend darüber, weil. Als erstes mal, die haben 0,5 Gramm. Richtig tote Scheiße. Das nächste ist. Erstmal draufgedruckt. Qualitätmäßig Müll. Eigentlich habe ich das nie nicht so in Erinnerung. Früher waren die echt richtig krass, aber. Hier geht Ding ab, schon richtig easy. Dann kommt das Beste. Da ist eine Zündschnur dran. Also wirklich, das ist extrem klein. Was ist das für eine kleine Kackzündschnur? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Dinger sind wahrscheinlich auch mega scheiße, aber haben wir noch nicht getestet. Dann haben wir hier einmal noch Oriental Cracker. Auch kleine Böller. Sollten ganz in Ordnung sein. Dann ist hier noch zwei Packungen Scream. Upsala. Dann haben wir hier FP3 New, das glaube ich FP3 Minis. Da hinten ist nochmal Dumbum 2G hier. Fällt jetzt runter richtig geil, aber sonst war es das da eigentlich auch. Ja. Das war's mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Metal auf und ciao.